Herzlich willkommen zurück bei Elden Ring. Wundert euch nicht, dass wir raus sind aus den Sümpfen, nachdem uns in der letzten Folge der verrottende Drache nach einem langen Kampf leider fies einen One-Shot mitgegeben hat. Dachte ich, es wäre vielleicht vernünftiger, wenn wir einfach sagen, okay, machen wir da weiter, wo wir wahrscheinlich sein sollten. Zumindest macht es den Anschein, als möchte das Spiel uns hier haben. Nämlich zu Fuße dieser Magierakademie. Und hier vorne ist eine wilde Schlacht. Hier, was ist denn hier los? Ist doch ein Geist. Hatten wir den nicht schon mal? Ah, die Puppen. Die Puppen belagern uns. Oh, das ist das. Stimmt, ja, ich erinnere mich hier an die Stelle, da, diese merkwürdigen Konstrukte. Sieht auch echt fies aus, ne? Diese merkwürdigen Konstrukte hatten wir hier schon gesehen. Und ich hatte mich schon gewundert, was diese komischen Dinger da sein sollen. Ich kann die nicht so richtig zuordnen. Aber offensichtlich sind das Puppen. Und irgendjemand konnte oder kann die auch steuern. Denn die haben hier anscheinend das Gebiet belagert. Da vorne kämpft denn da gegeneinander? Mir fällt aber auch ein, ich habe eine goldene Saat eingesammelt. Da gibt es ja auch noch. Gibt es ja auch noch was ich mal demnächst eintauschen muss am Bonfire. Wer bist du? Du. So Geister. Oh Gott, das sind ja. Das sind aber viele. Okay, wir machen hier einfach mal weiter. Erstmal müssen die Zauberer weg. Auf die habe ich gar keinen Bock. Oh nö. Oh nö. Was? Der hat auch noch Magic Stuff. Jetzt wird es aber assi. Oh, der haut aber auch. Der haut ja alles da kaputt. Dann loote ich in der Zwischenzeit einfach mal die Items. Da kenne ich nichts. Sehr gut, macht ihr das da hinten. Tippitoppi. Immer schön weiter so. Oh, shit. So, jetzt sehe ich mich aber doch mal mit ihm an. Oh, der hält aus. Er ist ein fieser Möb. Oh nein, er hat Magic Swords. Bitte nicht. Ja, weiß ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Muss das? Also so ein... Hey, 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 kein Grund, mich anzuschreien. Ich würde das tatsächlich mal... Was ist denn hier passiert? Hier ist ja... Ich komme hier vom Regen in die Taufe. Taufe? Ich bin schon völlig verwirrt. Da ist offensichtlich ein Magier. Und an dem müssen wir vorbei. Das heißt, aua. Versteck mich hier mal. Komm mal her. Komm her. Ach, da schießt ja noch einer rum. Komm. Ja, nee, ist klar. Nee, weißt du was? Wir machen erstmal den Magier da oben weg. Das hört ja gar nicht mehr auf. Einfach weiter. Rauf, rauf, rauf. Immer schön die Treppe rauf. An die Truhe können wir immer noch später gehen. Wir räumen hier erstmal auf. Weiß? Nein. Ja, Zeit für Rache. Auf jeden Fall. Rauf da jetzt. Moment mal. Ist das die Lady, die wir... Nee. Die Kopf... Aber das war auf jeden Fall... Karianischer Schimmerklingenstab. Sagt das dreimal schnell hintereinander. Karianischer Nee. Gib ich auf. Bin ich raus.
So, jetzt noch die da unten. Die sind aber ja alleine. Alleine, da unten sind ungefähr ein gutes Dutzend Gegner. Alleine sind die nicht so schwer. Aber die sind halt echt One-Hits. Richtige One-Hit-Wonder. So, was nehmen wir hier alles auseinander? Ist doch gleich viel einfacher, wenn man nicht von einem Zauberer beschossen wird. Oh. Schwelende Schmetterlinge. Mir fällt auch gerade ein, ganz am Anfang gab es einen Boss. Diesen Baumwächter-Ritter-Typen. Den haben wir auch schon lange nicht mehr besucht, ne? Das wäre ja eventuell auch eine Idee. Aber jetzt schauen wir gerade erstmal hier weiter. Wo sind wir hier überhaupt? Okay, Aussichtsturm der Hochstraße, alles klar. Bin auch immer noch die ganze Zeit am Zweifeln hier unten, die geläuterten Ruinen. Ob wir da wirklich alles gefunden haben, weil da war ja eine Respawn-Statue, eine Marika. Und dass die in der Nähe war, bedeutet für mich, oh Gott, dass wir hier nicht weiterkommen. Naja, dass da auf jeden Fall irgendeine Form von Bosskampf oder schwerer Gegner auf einen wartet. Gut, da war der Hummer, Larry Lobster. Aber den haben wir ja eigentlich ganz gut im Griff gehabt. Ich muss mich auch gerade echt erstmal verorten. Also hier, da unten ist eine Hauptstraße ganz offensichtlich. Dann versuche ich mal irgendwie da runterzukommen. Alter, da unten ist auch noch ein Bär. Ich bin ein Bär mit einem B und einem R. Und das in der Mitte, das ist kein Vokal, das ist ein Umlaut. Für die Leute, die Rostrot, Kupferbraun, Bronze. Fantastischer Poetry Slam. Gebt das genauso ein. Von Patrick Salmen. Ein Traum. So, was ist das da unten? Sieht mir nach einer ruinigen Ruine aus. Okay, wir versuchen jetzt was, etwas, bei dem ich mir die ganze Zeit schon unsicher bin. Ob man an den Dingern auch runterspringen kann. Ich weiß es nicht. Wir testen es jetzt. Eventuell geht das jetzt total in die Hose. Tschüss. Aha. Good to know. From Software hat mal wieder an alles gedacht. Ja, die sind ja ganz gut machbar. Nein, der Giftschaden ist natürlich ätzend. Aber die kriegen wir. Mein Gott, die hören ja gar nicht mehr auf. Das ist ja widerlich. Guck mal da, da ist direkt sogar der Ast abgebrochen. Wie kann man denn so viel furzen, dass die Äste abbrechen? Aber da hoch kämpfe ich lieber zu Fuß, muss ich sagen. Oh, hier noch einmal so. Das ist auch, warum tummeln die sich da so? Warte mal, was ist das für eine Statue? Das könnte interessant werden. Was ist das für eine Statue da oben? Ist das vielleicht Marika? Als komplette Statue, als richtige Statue. Was hattest du denn zum Mittag? Au, 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 au. Ich will nicht vergiftet werden. Oh, das ist ätzend. Oh, das ist sehr schön. Ja, dann können wir den einen Heiltrank auch direkt benutzen und uns einmal wieder voll tanken. Dann schauen wir uns den Spaß hier oben mal an. Da geht gar nichts. Ah doch, guck mal hier.
Schmiedestein. Aber wer bist du? Bist du Marika? Es sieht irgendwie schon danach aus. Findet ihr nicht auch? Findet ihr nicht auch? Okay, da oben ist der krasse Bär. Was? Ach so. Mein Gott. Dachte schon. Was ist denn jetzt los? So, und das sind ja auf jeden Fall die kleinen Ei-Varianten. Die haben wir, glaube ich, auch dann wahrscheinlich gesehen von einem der Hügel. Oh, da hinten ist auch eine dicke Libelle. Aber ich weiß immer noch nicht, was das ist. Was ist denn echt, wenn das ein Drachenei ist? Also irgendwie die Textur hat doch schon sowas von so einer Schuppenhaut. Das ist doch nicht willkürlich gewählt. Vielleicht sind es wirklich Dracheneier. Stand jetzt? Ich habe keine Ahnung. Die sind hier aber auch überall, ne? Hallo. Nein, 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 nein. Ich möchte nicht vergiftet werden, danke. Ja, ist klar. Ich lasse mich doch jetzt nicht hier... mich hier fast von so einer von so einem Ei vermöbeln. Ich glaube, es hackt, Kollege. Kommst du mal wieder her? Gibt Eierschlort. Leiche plündern. Giftblüte. Oh, da vorne ist wieder so ein Runen-Heißluftballon. Vorher will ich aber mal kurz hier noch hoch. Ganz kurz nur. Ganz. Ah, hallo, 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 hallo. Wir entspannen uns jetzt mal. Hallo! Ich lebe noch. Ich lebe noch! Okay. Dann können wir uns jetzt mit Larry Lobster anlegen. Komm her, Kollege, was fällt dir ein? Hm? Mir einfach mit deinem ekelhaften Güllestrahl ins Gesicht zu spucken. Was ist das denn für eine Erziehung hier? Oh Gott. Ich bin so wütend. Heute gibt's Hummer. Du kommst lebendig in den Topf. Ich bin da normalerweise wirklich kein Freund von. Finde, das ist absolut asozial, ein Tier lebendig umzubringen. Vor allem lebendig zu kochen. Aber mit dir, Freundchen, ne? Kenne ich nix. So, was hast du fallen lassen? Hm? Streifen weißen Fleisch. Yeah. Gut. Zurück zum Heißluftballon, bevor wir so frech unterbrochen wurden. Da hängen auch welche dran. Ah. Oh nein, es ist die Luftwaffe. Aber jetzt komme ich da. Kann ich die einfach... Ich muss das mal ganz kurz testen. Das hier brauche ich ja nicht. Kann ich da einfach ein Kristallwurfdolch... komm, ich nehme einfach mal den Wurfdolch hier. Kann ich da einfach so machen? Ah ja. 69 Schaden. Nice. Okay. Checken wir doch mal da die Lage aus. Hm, was bist du denn? Du stehst doch hier auch nicht einfach so rum. Larry. Larry, ich sag das nur einmal. Nein, ich sag's zweimal. Nicht mit der Gülle spucken. Ich habe eben deinen Cousin umgebracht. Au. Ich bin bereit, es wieder zu tun. Oh, oh. Einmal kurz ein bisschen Distanz. Sehr schön. Danke, Larry. Oh, was denn? Hingst du fest? Das ist ja unglücklich gelaufen. Ich komm nicht an das Item ran. Ich will das weiße Fleisch haben. Ich habe es mir... Ich habe hart dafür gekämpft.
Nein, ich kann im Flug nicht plündern. Na gut. Dann bleibt's halt da für den Nächsten, der es findet. Havels Familie? Seid ihr es? Wie siehst du denn aus? Oh mein Gott. Du bist eine Mischung aus schrecklich süß und schrecklich gruselig. Ich weiß nicht, ob du 13 oder 30 bist. Was? Mit seinem kleinen Moosschild da. Ich glaube, es hackt, Kollege. Oh, da sind aber auch Pflanzen. Ich dachte erst, das ist ein Helm. So sehen die einfach aus. Na, und die... Oh nein. Das könnte jetzt hässlich werden, wenn die bis hier rüber kommen. Oh Gott, die kommen bis hier rüber. Oh oh. Er hat den gleichen Keulenschwung wie Havel drauf. Gelernt beim Besten. Okay, aber die Blümchen haben keine Probleme mehr mit mir, ne? Okay, doch. Alles klar. Ich versteck mich hier jetzt einfach. So. Und dann schauen wir mal, was du kannst. Oh nein. Was macht man? Ach so. Oh, 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 oh Gott. Wie viel Schaden macht der? Quasi keinen. Ich würde die halt schon... Oh, 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 oh. Nee, das ist, glaube ich, das ist zu viel Zeitverschwendung, muss ich sagen. Was ist das da rechts? Bitte sag mir, dass das nur Wurzeln sind von einem Baum. Okay, sieht gut aus. Och, jetzt schießt die da hinten wieder rum. Geh mal ganz kurz in Deckung. War auch ganz dringend nötig, dass die so viele Geschosse bekommt, ne? Ganz, ganz wichtig. Okay, wer sind diese Leute hier? Die sind echt... echt weird, ne? Also, mein Gott, vielleicht sind wir auch hier der Weirde, wer weiß das schon. Wenn das deren Zuhause ist oder war, es sieht jetzt nicht mehr so bewohnbar aus, muss ich sagen. Dann sind wir diejenigen, die komisch aussehen. Krabbe! Steht da hinten was Dickes? Es ist schwierig, das auszumachen, tatsächlich. Oh! Moment, ein Kartenteil? Sind wir schon wieder so weit gelaufen? Ist schon wieder so weit. Karte Lionia Nord. Ja, tatsächlich. Okay. Naja, gut, gut, gut. Dann haben wir ja... Also hier ist ja wirklich... Hier in dem Gebiet gibt es wahrscheinlich auch noch so viel zu erkunden. Hier den Teil... Das alles hier ist zum Beispiel... Das könnten wir uns eigentlich mal gleich anschauen. Ich setze da mal einen Marker. Alte Fingerleserin. Aber jetzt schauen wir uns gerade erstmal hier um. Bin jetzt neugierig, was es hier so alles zu entdecken gibt. Ne, man... Hier muss man doch irgendwo auch reinkommen. Hm... Nee? Du bist ja ein guter Freund da hinten. Warum hast du ihm nicht Bescheid gesagt? Hm. Oh, wie
krass. Das sieht schon fast fotorealistisch aus, finde ich, wie das Schloss da hinten schwebt. Also wenn man nur kurz hinschaut, wenn man so, ja, so die Fenster, natürlich die Gläser an der, am Turm. Aber so an sich, das sah gerade echt. Huch. Ja, wenn ich die große Pflanze nicht bekomme, dann hau ich halt die kleinen zu Brei, ne? Gute alte Pausenhof-Logik. Man haut die kaputt, die sich nicht wehren können. Macht das nicht. So, immer, ich habe immer direkt diesen Gedanken, dass ich zu solchen Aussagen was dazu sagen muss. Sonst denken die Leute nachher noch, dass ich sowas unterstütze. Was? Der findet das gut, wenn man Hummer lebendig kocht. Was? Der ist ein Pausenhofschläger gewesen? Da ist im Internet immer gleich ein ganz schmaler Grat. Da muss man sehr aufpassen. Aber viel mehr kann ich hier bisher auch nicht ausmachen. Ja, diese ganzen überfluteten Wälder müsste ich mir mal noch ein bisschen genauer anschauen. Machen wir auch gleich, aber jetzt gerade wuseln wir uns erstmal hier durch die Ruinen durch. Und schauen mal, was es hier noch alles gibt. Oh. Oh, wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Tell me if you know, would you? The whereabouts of the hidden house of those despicable fiends. The recusants who hunt their fellow tarnished. They laid hands upon my servant Lanya, and I refuse to let the insult stand. The tale of House Hoslow is told in blood. I, Dialos, swear to deliver the message. Okay, das, also dann wurde die von den Assassinen hier umgebracht. Aber was macht die denn auch hier? They laid hands upon my servant Lanya, and I, the tale of House... Alles klar, okay, er ist jetzt komplett im Racheakt. Verstehe ich. Aber hat er nicht gesagt, das ist eine Dienerin aus seinem Haus? Gut, klar, also heißt ja nicht, dass man den gegenüber nicht eine emotionale Bindung aufbauen kann. Aber er wirkt hier doch ein bisschen so, als wäre da noch mehr, ne? Ihr wisst, was ich meine. Kleine Love Story. Was habe ich denn da anvisiert? Irgendeine Krabbe, ne? Blut? Blutgerinnsel eines Albinauri. Das ist, was ihr seid? Albinauren? So, wenn ich da jetzt nicht reinkomme, dann beschwere ich mich. Okay. Ich schreibe eine E-Mail an mir, sag ich persönlich. So geht's nicht. Ich werde sie auch auf Deutsch formulieren. Das ist ja dann sein Problem, wenn er das nicht versteht. Ja, da hinten geht's noch hin. Das hat noch Zeit, das hat noch Zeit. Moin, Jungs. Oh, shit. Das war total... Und eins und zwei und drei. Wir sind hier nicht im Sportunterricht, Kollege. Habt ihr den gesehen? Gewartet, abgeschätzt und ja, überhaupt gar kein Problem. Starkes Manöver. Cool gemacht. Leider bist du tot. So, hier ist die Straße natürlich kaputt. Wie das hier so ziemlich überall der Fall ist. Es ist auch hier alles, ich kriege hier überhaupt keine Koordination hin. Wenn da jetzt nicht die... Oh, da oben aber auch noch. Wenn hier nicht die Gegner durchpatrouillieren würden, hätte ich keine Ahnung, wo ich bin. Sneaky, sneaky. Der ist einfach über mich drüber gerollt. Kristallknospe. Oh, oh. Boah. Gebe ich zu, der war krass. Gebe ich zu,
Ihr habt auch, es sind auch echt schöne, schöne Speere, die ihr da habt. Junge, Junge, habt ihr eine Reichweite? Hallo. Okay, die sind eine andere Nummer mit den Speeren. Aber das ist mit dem Schild auch alles schnell gemacht. Gut. Einmal hier über die Dächer kraxeln. Oh, nö. Nee, nee, nee. Nicht so ein Magier-Hokuspokus. Nein, 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 nein. Ich will nicht festgefroren werden. Ich bin viel zu jung für die Tiefkühlabteilung. Okay. Boah. Da habe ich ein bisschen Glück gehabt, glaube ich, dass ich ihn eher erwischt habe, als er mich. Adernblatt, da haben wir auch noch gar nichts mit. Ich habe die Truhe vergessen. Wir waren eben irgendwo und da war eine Truhe. An so einem Zauberturm. Ich habe nicht gegen die Truhe geschlagen. Was ist denn los mit mir? Oh, wo war das denn? Oh, Menno. Ah, doch hier, das war der Aussichtsturm. Da müssen wir hin. Da ist noch eine Truhe. Das kann ja nicht wahr sein, dass ich die einfach zurückgelassen habe. Wo kommen wir denn da hin? So, aber hier sind wir jetzt einmal rum. Da hinten habe ich noch welche patrouillieren sehen. Zu denen gehe ich mal gerade. Schauen wir mal, was die zu sagen haben. Wahrscheinlich nicht so viel, ne? Was sollen die auch sagen? Speermann. Tschüss. So, da hinten wuseln sie noch rum. Ich höre glitzern. Ich höre es ganz genau. Hallo. Ich stehe hier nur. Pass auf, deine Jungs gehen weiter. Oh, okay, du willst rüberkommen? Willst du dem böse dreinschauenden Mann hier in den Schatten kommen? Na, wenn du das willst. Dann schleife ich dich jetzt in mein Loch im Sumpf. Videospiele bringen das Beste in einem hervor. Stehen bleiben. Oh, nice. Dunkelschmiedestein. Nehme ich. So, hier dieser Riesenturm. Das würde mich aber wundern. Da kann ich doch bestimmt irgendwie was machen, oder? Rein oder dran vorbei und vor allem mal Licht fällt mir gerade auf. Es wird düster. Das war aber die holprigste Schleichattacke seit langem. Ich habe wirklich keine Ahnung mehr, wo wir hier schon waren, wo nicht. Es sieht alles gleich aus. Aber hier vorne kommen wir auf jeden Fall einer Anlage, mehr oder weniger intakt wirkenden Anlage näher. Das heißt, ich latsche hier einfach mal weiter. Und hoffe, dass ich hier auch noch gleich einen Bonfire bekomme. Das wäre nämlich auch ganz nett, dass man ein bisschen schneller... Ach so. Oh, ich dachte, Larry Lobster lässt sich wieder blicken. Nein, 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 nein. Du fängst hier nicht an, irgendwas zu zaubern, Kollegen. Das kannst du dir abschminken. Zaubern ist hier verboten. Ja, ist die Magierakademie da hinten. Aber zaubern ist hier verboten. Nur innerhalb von Hogwarts darf gezaubert werden. Nicht außerhalb. Mal, hier ist dann wahrscheinlich nichts, ne? Ja. Kurz mal den Blick schweifen lassen, aber... Nee, alles klar.
Dann, hier kann man auch mal aufmounten. Kleines bisschen schneller durchs Gebiet kommen. Kleinen Augenblick. Ich müsste das mit meinem Manager besprechen. Warum? Wo kommt der Piepmatz auf einmal her? Okay, komm, wir trauen uns. Au. Der hat aber ganz schön fiese Moves drauf. Wie viel Schaden macht er denn an... Wie viel Schaden... Wieso reicht sich denn auch frontal auf ihn zu? Das ist perfekt jetzt. Nein, das ist nicht perfekt. Ich krieg ihn halt überhaupt nicht. Oh, ich will jetzt nicht 6000 Seelen wegwerfen. Hilfe! Frost. Ich habe ihn nicht einmal getroffen. Guckt euch seinen Hals an. So sieht das aus, wenn ihr den ganzen Tag Videospiele spielt. Hat ihr ungefähr so eine Haltung. Alter. Okay. Auf den war ich jetzt, da war ich gar nicht drauf eingestellt. Hm. Unschön. Ausgesprochen unschön. Dann hole ich mir doch mal ganz schnell meine Seelen. Und dann würde ich gerne erst einmal zu dem Turm gehen, mir da meine Kiste abholen. Guckt euch das an hier. Das Movement. Andererseits, da ist auch kein Ort in der Nähe gewesen, ne? Wir konnten nicht mal an Marikas Fall. Das muss man einfach hier jetzt so durchziehen. Ich gehe aber mal jetzt erst nach hier vorne. Mal schauen, vielleicht kommt ja hier ein Bonfire. Sieht nicht so aus. Oh, da oben ist eine Truhe. Da oben ist eine Truhe, ich hab's gesehen. Ich hab's ganz genau gesehen. Okay, nee. Wahrscheinlich von hier so, ne? Ja. Alles klar. Ich hab schon wieder nicht gegengeschlagen. Bin völlig wahnsinnig. Bin ein Schatten meiner selbst. Naja, auf jeden Fall hole ich mir jetzt erst einmal die Seelen. Kommt der jetzt nicht mehr? Hä, wo kam der denn her? Ja gut, dann können wir jetzt aber auch noch ganz kurz hier vorne versuchen, in diese Torstadt, in die mehr oder weniger intakten Teile vorzudringen. Eventuell kriegen wir ja ein Bonfire noch. Wahrscheinlich bin ich schon richtig knapp an einem vorbei. Oh, schade. Aber wäre jetzt schön gewesen. Ach, guck mal. Das sieht doch hier ganz... Sieht das ganz wunderbar aus? Weiß ich noch gar nicht tatsächlich. Okay, das war auf jeden Fall ziemlich lucky, dass wir da genau so lagen, dass die uns nicht getroffen haben. Oh, oh Gott! Das ist einfach ein Flammenwerfer, Junge. Warum? Hör doch mal auf jetzt. Okay, der muss aber zwischendurch...
Ja, da staunt ihr, ne? So. Was ist hier? Achtung, Krabbe. Da unten. Ich dachte doch, ich höre hier noch was wühlen. Hier noch irgendwas um die Ecke? Nee. Okay. Okay, okay, okay. Scheiße. Nein! Boah. Wieso kriege ich das Item hier nicht eingesammelt? Okay, wir töten erstmal ihn. Und dann ganz ruhig. So. Hallo? Alle hopp. Alle. Halt! Stopp! Das war zu viel des Guten. Alle hopp. Jetzt. Jetzt nochmal richtig. Alle. Alle hopp. Was machen hier alles? Strapazen auf sich nimmt. Ja, da oben kann mir gerade noch gestohlen bleiben. Ich schau erstmal. Nö. Was sieht man denn von hier aus so? Auch nichts Verrücktes. Das wäre dann schon das nächste Legacy Dungeon. Okay, bist du ein krasser. Wow. Starker Auftritt. Auf jeden Fall. Also. Mann. So, es ist hier aber immer noch kein Bonfire. Das ist ein bisschen schlecht. Ich habe auch noch eine Träne, ne? Ich habe noch goldene Saat. Ich habe das Gefühl, ich habe total viel. Total viel vergessen zu benutzen. Schimmersteinglühwurm. Sehr schön. Okay. Hier kommen wir einmal drum herum. Warte mal. Ich weiß, wo wir sind. Ja, hier sind wir nämlich. Alles klar. Dann nehme ich das Bonfire hier und werde da mal gerade leveln und schauen, dass ich die Sachen entsprechend einsetze. Denn wir haben auf jeden Fall eine goldene Saat. Mal schauen, ob das reicht. Wahrscheinlich nicht. Ja, nicht genug goldene Saat. Wir brauchen wahrscheinlich mehr Flaschen verstärken. Haben wir auch nicht. Okay, wenigstens das. Das kann so bleiben. Stufenaufstieg reicht allerdings nicht. Schade. Zauber erlernen. Assassinenschritt. Den können wir jetzt schon. Okay. Truhe sortieren, Kriegsasche, Kleidung anpassen. Nee, das ist alles irrelevant. Dann belassen wir es doch dabei für die Folge. In der nächsten Folge werden wir dann erstmal zu der Truhe, die wir vergessen haben. Das kann nicht sein. Die wird eingesammelt. Und dann schauen wir mal weiter. Schauen wir doch einfach, wohin uns der Weg bringt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut.